Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Part The Binding of Isaac. Ja, heute ist mal der Freddy auf Fischis Kanal, weil ich hier gerade bin und ja, wir spielen jetzt einfach mal auf dem anderen Profil und der macht hier gerade so ein bisschen Kappes im Hintergrund, was sonst seine Freundin mal macht und wir machen einfach mal random. Mal gucken, wie wir mal kriegen. Magdalene, okay. Ihr müsst wissen, ich bin Isaac-Profi, also 360 No-Scopen kann ich. Ich spiele natürlich mit Tastatur, weil ich kein Konsolenspieler bin. Und Fischi sitzt im Hintergrund rum, was er gerade gesagt hat. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber interessiert sowieso keinen. Heute geht es um mich. Oh, guck mal, Schlüssel. Ein bisschen Kleingeld haben wir auch noch. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich hasse diese Fliegen. Ich bin ganz schlecht in diesen Fliegen ausweichen, weil die sind einfach die größten Bastarde. Ja, genau, da trifft die Wichser Fliegen mir auch noch. Von Arsch ist der. Wir spielen Profil 1. Okay. Wieso? Ich hätte Profil 2 nehmen können. Hä, aber du sagst, ich soll das nicht nehmen. Außer du nimmst auf. Nee, will ich gar nicht. Ist auch gut so. Ist auch mein Let's Play hier. So. Ich hab natürlich noch einen Kaugummi im Mund, weil es richtig ekelhaft ist für die Zuschauer. Mh, sexy. Ich installiere Windows 8 installierst du. Also, dann rufst du mich an und dann kann man dich auch hören. Und den Flatworm nehmen wir auch natürlich mit, weil der ist einfach geil. Kann ein bisschen besser treffen. So. Die scheiß Kacke noch kaputt machen. Aber zwei Bomben, geil. War hier irgendwo ein blauer Stein, ich glaube. Was kann ich auf jeden Fall sprengen? Hier war keiner. So. Na, ich glaube, das Spinnen. Erstmal schön Bug using. Nehmen wir die Kiste mal auf, weil Kisten sind immer geil. Dann kriegen wir zwei Münzen raus. Eine Münze noch, dann gehen wir mal in den Shop rein. Wo kann der Geheimraum sein? Der könnte jetzt hier links sein oder hier oben. Gucken wir erstmal noch, was wir sonst noch so bekommen. Vielleicht kriegen wir noch so eine Münze aus einer Kiste raus. Und ich weiß nicht, ob das sprengen wird. Ich versuch's einfach. Deine Tastatur sind ein bisschen komisch. Mit meiner kann ich ein bisschen genauer steuern. Da war nicht. Super, eine Pille. Bad Guys, danke. Habe ich meine zwei Bomben richtig gut eingesetzt. Beziehungsweise die letzte Bombe. Die erste war ja halbwegs gut noch, weil dann habe ich ja noch ein bisschen Geld rausbekommen. Aber egal. Jetzt können wir natürlich noch eine Kiste bekommen am Boss. Das wäre natürlich geil. Beziehungsweise eine Box wäre das ja. Eine D-Box. Es gibt ja nicht mehrere. Obwohl doch, es gibt mehrere. Ich habe letztens eine freigeschaltet mit Lazarus. Das war heute. Naja, ich spiele auch so bei mir auf Isaac. Und nein, ich lade das nicht alles hoch, weil ich habe keinen Bock aufzunehmen. Ich spiele eigentlich so bei mir auf Isaac nur, wenn ich auf Assassin's Creed Unity warte, weil es irgendwas patcht. Und das ist halt heute wieder gewesen und vorher habe ich es halt erstmals runtergeladen. Was 42 GB sind, was mit einer 2000 Leitung ein bisschen dauert. So 6 Tage. Nicht am Stück, aber lange runtergeladen. Nein, das dauert bei dir gar nicht lange. So, Speed und Range ist mit Maggie schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur Damage. Und zwar viel. So. Und du hast bestimmt in diesem Profil noch nicht die beiden Dings freigeschaltet, die Fotos. Am Arsch. Am Arsch. Nicht mehr. Oh, da kann man natürlich nicht ran, da braucht man eine Bibel oder so, damit man verfliegen kann. Gibt natürlich Anreize, aber die Bibel ist so das, was ich eigentlich immer nehme, weil man. Die kriegt man einfach richtig oft in The Binding of. Lass mich verarschen. In alten Isaac, da habe ich so gut wie nie eine Bibel gehabt und hier kriege ich so in jedem zweiten Run eine Bibel angeboten. Okay, der hat jetzt 100% nicht getroffen. Okay, hat er schon, aber. Was zur Hölle, Alter? Ja, Firefox ist so groß. Scheiße, der spielt schon wieder richtig schlecht, ey. Deine Abonnenten denken auch, ich bin voll der Spaß. Hallo Jörg. Telepilz. Oh, ich hasse diese Räume. Ich renne immer in diese Teile rein. Ah ja, super Drecksitem. Run am Arsch.
Guck mal, wie ich dem ausweichen sollen? Ja, wenn ich Schaden nehme, dann kommt so ein scheiß Fleck auf den Boden, der die Gegner Schaden macht, aber... Nein, der macht 100%ig Schaden. Aber wenn sie halt... Also sie müssen halt reinlaufen, ne? Ich werde das immer noch gleich mal benutzen, damit ich hier noch einen Charge drin bekomme. Ja. Und er sagt, dass die haben harte Scheiße. Was für ein Noob. No Skill. Oh, eine Bombe, geil. Dann kann ich irgendeinen Dreck wegsprengen. Ich brauche mal eine Münze. Kriegen wir noch her irgendwo? Ah, es gibt zwei Schlüsselteile. Ich weiß nicht, welcher der Shop ist. Ich glaube, ich gehe. Oh, Dingle. Tschüss, Run beendet. Ich hasse Dingle. Dingle ist der schlimmste Gegner. Vor allem, wenn man so einen Raum hat, ohne irgendwie Deckung oder so. Oh, danke. Dingle. Behindertes Stück Scheiße. Jetzt komm hier rein. Los, charge hier rein. Nicht schießen, nein, chargen. Danke. Danke, Splashwater. Du bist richtig nützlich gewesen. Ja, danke. Er hat mir eine Deckung gemacht, die ich fast kaputt gemacht habe. Direkt natürlich. Alter, mit deiner Tastatur zu spielen ist echt scheiße. Jetzt weiß ich, wie du mit Controller spielst. Meine ist einfach viel genauer. Okay, mein kostet ja auch irgendwie so 1000 Euro. Und deine ist eine alte Tastatur. 29.000 kostet meine? Danke. Das war gerade voll geskillt. Oh, guck mal, ein Eternal Heart. Nice. Halo, perfekt. Nehmen wir mit. Du wolltest Schlüssel rein. Nein, ich wollte da nicht reingehen, weil ich nicht weiß, welcher ist. Dann gehen wir auch gleich mal hier rein, wenn wir schon extra Herz. Zwei schwarze, nehmen wir mit. So, dann gehen wir erstmal nicht rein. Ich hasse es, in die großen Räume zuerst zu gehen. Das mache ich das auch nicht. Nein, like a Isaac-Spieler, der keinen Bock auf die großen Räume hat. Man hört ihn so gar nicht im Hintergrund. Weil das ist ja sein Mikrofon und er weiß, wie das so ist, wenn man im Hintergrund redet, aber ihm ist das egal. Er hat Swag. Wieso redest du auch so leise? Ist ja auch mein Display. Das ist so richtig dumm. Ja, wir sind eigentlich auf eine Party eingeladen und wir kommen ja später, weil wir coole Jungs sind. Aber ich frage nicht, auf welche Party. Das hat man zum Glück nicht gehört. Nehmen wir. So, jetzt noch eine Quarzspeide und das wäre geil. So, an die Bombe kommen wir leider auch nicht ran. Das Geld kann ich mir holen, aber... Ich habe gar keinen... Ich habe keine Schlüssel mehr. Das ist ein Arsch. Ah, mein Gesicht juckt. Ah, jetzt habe ich es doll gekratzt. Das ist... Aua! Bitte was? Kannst du kurz gucken, ob man mit dem Computer hinterher geht? Einfach einmal auf mein Bildschirm klicken. Einfach so. Das macht wahrscheinlich die Aufnahme kaputt, aber egal. Also ich hab nicht. Mach mal lieber neue Aufnahme. Wieso? Wenn ich das die Aufnahme nicht voll im Arsch ist. Ist mir egal. Das ist dein Video. Der Slow-Effekt ist übertrieben geil übrigens. Hast du bei jedem Schuss? Ja. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall eine Chance, auf jeden Fall ist die geil. Nee. Was für ein Arsch. Es gibt mir, glaube ich, die Chance, wenn ich getroffen werde auf GameKit-Effekt. Du hast ja gar nicht so freigeschaltet. Nein. Nein, das war das I Remember This Cartridge oder so. Naja. Ja, Loophole. Zwei Bomben wollen wir eigentlich nicht haben, als. Okay. Habe ich Curse. Ich hasse Curse of the Maze. Das ist einfach so. Der ist einfach behindert. Der hat nicht wirklich einen Nachteil, er ist einfach nur nervig. Die anderen Curses haben ja wenigstens irgendeinen Nachteil, aber das ist einfach nur scheiße. Curse of the Darkness ist das. Ja, es ist dunkel. Da sieht man nicht so gut. Ich hasse The Dark One. Richtiger Spaß, ey.
finde, der sollte auch nur noch, also der sollte nur Devil Deal Items droppen, das wäre viel geiler. So wie Satan, der hat das ja in alten Isaac. Beziehungsweise der hat, doch ich glaube, der hat nur die gedroppt. Ich kann ihn übrigens nicht ausweichen. Was? Jetzt renn ich auch noch da rein, ey. Deine Tasten haben so ein bisschen Delay, oder? Deshalb renne ich auch überall rein, weil wenn ich jetzt, also wenn ich bei mir auf meiner Tastatur anhalte, dann hält er auch an und bei ihm ist einfach so, dann rennt er einfach eine Millisekunde weiter. Und das tötet mich halt meistens. Hier. Aber trotzdem, lass mich davon nicht abbringen, weil ich spiele nicht mit Controller. Mein Controller ist für Noobs. Au. Verdammt, du Scheiße, ich renne in jeden Schuss rein von ihm. Das war jetzt einfach nur Dummheit von mir. Aber Damage ist auch geil, nehmen wir. Und HP. Ja, hätten wir den Mabing nochmal freigeschaltet. So. Hoffentlich klingt das. Ah, ich hätte noch einen, nein, ich war im Shop drin, ne? Ja, war ich. Oh mein Gott, dass ich dem mal gerade ausgewichen bin, das war auch ein Kunstwerk. Schaffe ich normalerweise nicht. So. Ein Wamba. Kann das natürlich mitnehmen, so weil wir nicht fliegen können. So, in den Shop gucken wir rein. Das war nicht der Shop, aber Book of Belial nehme ich lieber mit als das hier hat, weil da kriegen wir pro in einem Raum ein bisschen mehr Schaden. Ne, ein bisschen mehr. Wir kriegen extrem viel Schaden. Und das ist halt extrem geil. Im zweiten Shop gucken wir erst rein, nachdem wir den Itemraum gefunden haben und noch einen Schlüssel, weil. Oder zwei Schlüssel. Danke, Greed. Das ist, wenn Gegner andere Gegner spawnen. Das ist immer so nervig. Hoffentlich hört man die Tasten im Hintergrund, weil das ist ein geiles Geräusch. Und Greed, jetzt stirbt doch endlich. Wow, 4 Münzen. Das ist echt, echt viel gewesen, danke. Also, dieser scheiß Gegner, ich hasse diese Statuen, die dauerhaft schießt. Was? Hätte ich nicht gedacht, dass ich da reingelaufen bin. Aber ich bin wohl reingelaufen, ich bin wohl Spaß. Na oh, toll, die Feder für den Arsch. Hier war mit, damit sie nicht mehr im Itempool ist. Die macht so ein paar Laserstrahlen, die random gehen und was komplett scheiße ist und. Ja. Na, jetzt nehmen wir gleich mit, warum nicht? So, in den Arcade könnten wir gehen. Aber ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Ich glaube, da unten gehen wir rein, in den Stachelraum, weil da können gute Items drin liegen und wir haben genug Herzen. Bomben haben wir. Das ist echt scheiße, diese Teile wegzusprengen, wenn man so eine kleine Verzögerung hat. Dann weiß man nie, wie weit man gehen kann. Super, danke. Danke, Spiel. Sehr nett von dir. Was kriegen wir denn jetzt? Die Gegner? Wieso ist der. Ist er mal Gift gestorben? Was für ein Pisser. Na, du schubst es auch noch. Na, perfekt. Die Gegner sind voll zum Kotzen. Das war gerade eine Windows-Fehlermeldung. Falls man das gehört hat, wahrscheinlich. Ich spiele ohne Kopfhörer, weil er möchte das Spiel auch hören. War das eine Windows-Fehlermeldung von deinem PC oder vom Dings? Ja. So. Das ist ein rotes Feuer, das mache ich einfach aus, weil ich es hasse. Aua. Ich bin schon wieder irgendwo reingelaufen. Das war noch eine Windows. Windows. Was war denn das? Eine ist jetzt Fertigmeldung. Eine ist jetzt Fertigmeldung, okay. Ja, super, die Gegner. Oh mein Gott, Alter! Fickt euch! Man kann die kleinen Dinge auch vergiften, aber es bringt nichts. So, dann gehen wir hier rein. The Hollow. Und Larald.
Ja, genau. Kommt von beiden Seiten, ihr Pisser. Also, dann haben wir hier einen Pisser auch noch besiegt. Ja, wieso krieg ich einen Devil? Die? Ich hab doch Schaden genommen. Kannst du mir das mal erklären? Ja. Danke. Du hättest erst die andere Hämatitis nehmen sollen. Ja, stimmt. Nehmen wir mit. Haben wir genug Herzen? I'm a river. Das kannst du doch nicht wegen. So. Jetzt haben wir einen Slow-Effekt, einen Fear-Effekt und einen Gift-Effekt. Ja, das rote. Wie lange hält der scheiß Effekte an? Das ist ein Kotzen. Achso, nee, Moment. Ich dachte gerade, er hat aufgehört. Hat aber nicht. So, jetzt. Kannst du mal die Sounds ausschalten? Das stört mein Let's Play hier. Wow, der kam bedrohlich nah. So, jetzt haben wir einen neuen Schlüssel. Gehen wir mal weiter. Ein paar Gehirne. Pille schon? Ich weiß nicht. Ich hasse diese Scheißgeister. Die sind zum Kotzen. Ach, YOLO. I can see forever. Plötzliche Lags. What the fuck? 4 Schlüssel gegen 7 Bomben. Sind das 7? Wahrscheinlich. Guck mal in den Shop rein. Pillbottle. Nee. Die könnten wir mitnehmen. Scheiß drauf. Wie viele Ebenen haben wir noch? Eine mit Shop. Ich spiele jetzt schon mal 3 Münzen. Und guck nochmal, ob ich auf der nächsten Ebene was kaufen kann. Und wenn nicht, dann spenden wir die restlichen Münzen auch noch. Weil dann hat der wenigstens auch immer mal was freigeschaltet. Ich habe da irgendwie schon so 300 Münzen drin. Oh, das war knapp. Ja. The Hollow ist voll zum Kotzen eigentlich, weil der ist so richtig behindert. So 3 extra Herzen sozusagen. Soul Hearts und... Soll ich natürlich hinter dem stehen? Ist irgendein Stars und Gestein. Hab ich ausnahmsweise mal gesehen. So, jetzt haben wir 4,5. Können wir wahrscheinlich nur eins verlieren werden. Weil ich einfach dumm bin. So, ein kleines Scheißvieh. Hatten wir den Dings? Haben wir noch gar nicht, okay. Den Goldraum meinte ich. Die Tränen haben ganz schön viel Effekt. Wir bräuchten jetzt eigentlich noch Luck ab. Dann hatten wir bei jedem Schuss irgendwie so jeden Effekt oder so. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob man einen Doppeleffekt haben kann. Obwohl doch, ich habe doch vergiftet schon mal. Dann war der auch geslowt gleichzeitig. I can see forever. Da könnten wir dran spielen. Noch nicht die hier. Na, ich kann sie wenigstens vergiften. Und slowen. Und vieren. Und alle anderen. Jetzt bräuchte ich noch die brennenden Tränen in dem Raum hier und da hätte ich wirklich die perfekten Tränen, die alles können. Nicht diese Rainbow Tears nur halt in jedem Raum. Die von meiner Seite, komm, die machen wir gleich. Wir haben uns so 2 am Arsch. Oh shit, oh shit. Oh mein Gott. Natürlich muss die Fliege direkt in mich reinfliegen und ich muss dann natürlich langlaufen, anstatt dass ich woanders lang gehe. Nein, natürlich nicht. Freddy ist ja ein Dummkopf. Hast du es ohne Begleiter zu spielen? Ich habe ja nur so was anderes, was noch Schaden macht. Weil dann muss ich nicht so viel Schaden machen. Ja, Mann, so ist gut jetzt. Natürlich renne ich da rein. Wieso macht er die überhaupt kaputt? Das ist mein Job. Ich kann die gerne kaputt machen, wenn sie mir nicht Schaden machen. So. Wird langsam mal. Monstro. Es reicht, auf Gegner zu spawnen. Da bin ich ausgewichen, verdammt Scheiße. Wow, mit dem Laser habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, er macht den jetzt irgendwie nach unten, obwohl er es gar nicht kann. Verdammt Scheiße.
So. BIOS Update ist gut, ja. Das sollte man hin und wieder mal machen. So, das nehmen wir mit. Können wir ein bisschen mehr Range haben. Dead Cat am Arsch. Sister Maggie nehmen wir mit, weil... Telepilz. Oh, wir wurden in den Raum hier geportet. Das ist so richtig dumm. So. Dann holen wir uns noch den Itemraum schnell und dann gehen wir auch aus der Ebene raus. Ist es normal, dass bei der Icy Forever Pill deinen FPS auf 30 droppen? Ich habe gerade die Icy Forever Pille eingesetzt und dann hatte ich plötzlich nur noch 30 FPS kurzzeitig. Okay, dann müssen wir mal. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Bokopedia ist geil, ne? Was? Einfach so einen Raum Instant Damage haben? Ja, ich habe jetzt eins. Ich hätte einen Damage abbekommen jetzt. Das ist ein bisschen doof. Und halt 1000 Effekte von Tränen. Ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt eine Feuertränen bekomme, dann habe ich alle Tränen. Dann habe ich den Rainbow-Effekt, aber dauerhaft. Also alle gleichzeitig. Ich habe Chance auf 4 Shots, ich habe Chance auf Slow Shots und Chance auf Gift Shots. Ach, die sehe ich gar nicht da. Nee, ja, sie sind immer da, aber sie machen nicht immer Giftschaden. Pisser. Hallo Hegge, hallo Super Hexagon. Wieso spielt er das? Wer ist Hegges? Keine Ahnung, Mann. Nope. Ja, ich habe halt eine ziemlich hohe Chance auf irgendwas, obwohl ich gar keinen Luck hatte. So, haben wir das hier kaputt gemacht? Tja, gehen wir weiter. Oh nein, nicht mal am Sender, Alter. Ich hasse ihn so. Manchmal vergesse ich den auszuweichen und dann bin ich plötzlich wieder im Startraum. Und das war nur einer? Hat sich ja gar nicht gelohnt. So, Geld. Au, oh mein Gott, ey. Diese kleine Verzögerung, die macht einiges aus. So. Nice. Den hatte ich bei mir noch nie. Technology. Zwei. Dieser Technology 0,5, ne? Das ist der. Der die Tränen so geil macht. Welcher? Der die Tränen einfach nur kreislaufen lässt. Nein, das ist The Ludwikovi Technology. Ja. Und der macht die Tränen hier als Kreis, der macht eine große Träne oder halt. Ja. Und das da. Ja, aber der Kreis ist hier klein. Also ich habe auch mal gegoogelt, was das mal war, das hat mich interessiert und der macht das halt einfach nur als Kreis. Hattest du die Ludwikovo Technology schon mal in deinem Let's Play? Nein. Ja, dann reden wir gerade über ein Item, was du noch nicht hattest. Das ist ein Item, was geil ist. Ja, extrem geil. So. Hast du auch schon ein Classic Show installiert? Das war das erste, was ich installiert habe. Hehe, Profi. Habe ich ihn gut beigebracht. IT. Starborn Let's Play. Spitz und Hacke perforieren den Untergrund. Danke, Gronk. Ja, ich guck Gronk. Ja. Ist ja dein Channel, ne? Wir schalten natürlich auch Werbung drauf, damit wir einen Copyright-Verletzung bekommen. Obwohl, die kriegt man noch Ohren. Aua! Da habe ich nicht drauf geachtet. Mir ist gerade aufgefallen, dass Technology ja nicht komplett das ersetzt, weil macht ja nur das eine Auge. Also Technology 2. Das war mir nicht mehr bewusst. Hatte ich so lange nicht mehr. So, jetzt stirbt er endlich. So. Dann gehen wir jetzt weiter. Das ist einfach so geil. Auch meinen ganzen Effekt da dauerhaft aus dem Laser drauf zu haben. Die können eigentlich gar nichts mehr gegen mich machen. Also die normalen Gegner, die großen Gegner können mich einfach one-hitten, aber das ist ja egal. Und man kann übrigens Fistula auch als normalen Boss-Gegner haben. Weil du meinst ja, du hast ihn noch nie gesehen, aber ich hatte ihn heute. Beziehungsweise den schwarzen hatte ich. Da können wir nicht rein, weil wir zu viel Leben haben. Arcade könnten wir gehen, aber ich will erstmal in den Shop gucken. Und vielleicht spenden, damit er auch mal was freischaltet, wie schon gesagt.
Aua. Und deshalb hasse ich Dingel. Dingel sind einfach so richtig behinderte Gegner. Ja. Stirb. Kiste, mehr Müll. So, was kriegen wir hier schönes? Technology 1. Den D10. Rerolls Enemies. Aber ich brauche ihn nicht. Aber ich sammle die erstmal auf, damit die nicht mehr in deinem Itempool vorhanden sind, damit du sie niemals bekommst. Na, ich gerne. So. Ich hasse die Geister übrigens. Das sind so mit die schlimmsten Gegner in Isaac. Pille, Telepilz, nehmen wir gleich mal nach dem Namenfall. Steam Sale, wow, brauche ich nicht mehr. Danke. Dann kaufen wir uns das Herzchen hier. Wert Options haben wir freigeschaltet. So, das wollte ich machen, mich dahinter klemmen. Haben wir das auch? Das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Erstmal 30 GEMA-Pfeile zu, du wirst erstmal angezeigt von mir. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt macht er erstmal Musik in seinem Let's Play an. In meinem Let's Play auf seinem Channel. Warum machst du das an? Es ist laut. Ich hoffe, es ist vielleicht ein Wolf. Du also Copyright-Verletzungen haben. Das sage ich YouTube. Ich bin ja YouTube-Partner. Ich rede täglich mit denen. Ja, spannend. Ne, mit denen rede ich nicht. Mit den ITs. Ja, wir gucken so eine Böse an, so machen wir es im IT. Ich liebe Technology 2. Das will ich auch haben. YouTube-Business, sagt er. Erstmal 100.000 Abonnenten da checken, was sie alle posten auf deiner Seite. 100 Milliarden. Wo ist alle Abonnenten? Hallo Jörg. Das wird niemals halt. Das ist so ein Running-Gag. Den werden wir auch noch machen, wenn wir 1 Million Abonnenten haben. Also nie. Also hören wir damit jetzt auf, theoretisch. Moment. Dann gehen wir noch schnell in den Stachel ran, weil der da oben ist und... Den Arcade können wir sowieso nicht mehr. Hab das ganze Geld ja gespendet schon. Oh mein Gott, ich hasse Bodenstachel. Jetzt will ich da eigentlich gar nicht mehr rein, da verliere ich mein schwarzes Herz, aber YOLO. Vielleicht kriege ich ja ein neues. Hat sich gelohnt. Hat sich sowas von nicht gelohnt. Ja, komm. Bald ich 2 Herzen. Böser Stachelraum. Bibis Beauty Place. Ja, Mann, ich hab das irgendwie. Ich sehe die auch immer verarbeitet, bin ich ja nicht eingeloggt mit meinem Konto und dann sehe ich das auch immer die Startseite. Immer diese. So, ich weiß gar nicht, warum macht man sowas? Interessiert das wirklich Leute? Okay, uns interessiert es auch, wie Leute irgendwas spielen. Oh, Book of Belial, weil es ja so schlecht ist. Aua! Oh, ich achte voll nicht auf diesen scheiß Schatten, ne? Ich mag deine Tastatur echt nicht. Was hast du? Hat jemand geschrieben, dass dein Let's Play super ist? Und dass du mal auf seinen Kanal vorbeigucken sollst? Und jemand hat da geschrieben, bist voller Pisser, ja.
So, immer kriegt man hier so ein extra Item. Krieg ich ja nicht mehr. Hallo Krampus. Weil jetzt Krampus hätte, das wäre Bombe. Oh mein Gott. Schon wieder ein Lag, danke. Warum hast du Lags? Das ist wahrscheinlich nur, weil ich das Player. Da kommen meine Awesomeness nicht klar. Krampus, du Pisser. Okay. Lump of Coal. Mal gucken, was die Tables machen. Vielleicht bringen wir sie in den Iron Error Room oder sie bringen uns einfach wieder. Der ist wirklich voll gut. Warum für den Iron Error Room? Darf ich dafür keinen Werbung mehr machen? Jetzt während ich jetzt Isaac Let's Play, guckt er sich lieber ein Zombie Let's Play, weil ich so schlecht bin. Zum Glück gucke ich keinen Varro. Habe ich geguckt. Er hat gecheatet. Ja, der hat mit seiner Freundin Coop gespielt und sie war einfach unsterblich. Okay, das kann ich aber auch verstehen. Muss auch mal deine Freundin und dann ist sie unsterblich. Ja, dann würde sie ja sogar länger als 2 Sekunden überleben. Und die habe ich gar nicht gesehen. Ich sehe die Steine nie, wirklich. Also ich sehe die auf jeden Fall niemals hier in dieser Ebene. Hier achte ich auch gar nicht mehr da drauf, weil... Da habe ich meistens zu viel Angst. Ich habe übrigens mit einem halben roten Herz und einem schwarzen Herz habe ich den Endboss des Darkrooms geschafft. War nicht sehr leicht, also... Aber immerhin habe ich jetzt mit Lazarus sein... Was, Blue Baby? Du solltest den Boss nicht spoilern. Ich habe den Boss nicht gespoilert. Ich habe dem Boss des Darkrooms gesagt. Ja, okay. Ich habe gesagt, ich habe mit Lazarus getötet. Ich habe nichts gespoilert von irgendeinem Charakter. Oder welcher Boss das ist. Ich weiß selbst nicht mehr, wie der heißt, oder? Nein, das ist nicht das. Okay. Echt nicht? Das ist in der Chest. Ach ja. Er spoilert mich hier die ganze Zeit von hinten, also würde er mich wirklich nicht kennen, aber ich kenne das Spiel ja besser als er, weil ich ein Profi bin und einfach mehr Zeit für Isaac hab, weil ich mein Assassin's Creed ja noch patcht. Zum Glück ist der Patch nur 7 GB groß. Und zum Glück ist also noch 1 GB spielbar, aber nur diese Anfangssequenz, die man halt von 10 Minuten durch hat. Das ist so richtig dumm. Oh, ich hasse diese Gegner. Die sind nicht wirklich schwer, aber die sind einfach so nervig, weil die ganze Zeit in den Boden wieder reingehen und dann irgendwo auf. Vor allem in diesen riesigen Räumen, ich weiß nie, wo die sind. Endlich. Oh, ich hab einen Goat-Head, ich krieg einen Devil hier gleich. Und du hast einen Knochen am Hals. Hab ich? Mhm. Ich hab einen Knochen am Hals. Was? Wo bin ich? Hä? Hä? Nein, das sind die Haare. Achso. Hä, Maggies Haare? Ja, aber hier ist. Ich hab jetzt einen toten Dings auf dem Kopf. Ja. Aua. Willst du mich verarschen? Trickspiel. Direkt gelöscht. Ich lösche gleich Isaac von seiner Festplatte. Was? Genau, er portet sich zu mir, wenn er tot ist. Guck mal, die freuen sich noch und gleich sind sie tot. Hehe. Ich töte euch. Tor und Foto brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir mit. Auf Babylon. Nee, lohnt sich nicht. Obwohl, wenn ich noch ein Herz, also noch ein Devil Deal mache, hätte sich fast gelohnt. Aber du hast schon die anderen Ebenen freigeschaltet, die nach dem Herz kommen, ne? Nein, das wäre ja dann das Foto. Nein, das Foto kommt erst nach der Ebene, die danach kommt. Also Kathedrale oder Sheol. Nein, das wäre nicht freigeschaltet. Weil in Sheol kommst du auf jeden Fall. Sicher? Das Devil hier 100%ig. Das ist ein Goathead. Aber vielleicht will ich gar nicht da rein. Ja, kannst du. Möchte ich das? Oh mein Gott, Alter.
Ich dachte, das Teil wäre schon weggegangen. Beziehungsweise in der Sekunde, wo ich da lang gelaufen bin. Natürlich, ich denke mal, ich werde noch sterben vor dem Scheol. Wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf. Das heißt. Ja, so ist es halt, wenn ich mal spiele. Dann das. Ja. Aber du wirst nichts aufnehmen, weil du keine Zeit hast. Du musst ja gärtnern. Und da sagen alle Leute, das ist voll scheiße, ey, du musst das und das machen, dann machst du es einfach das ganze Let's Play über falsch und dann deabonnieren nicht alle. Hallo Jörg. Wir könnten Sacred komplett durchspielen. Nee, da hab ich keinen Bock zu. Du wirst Assassin's Creed Unity spielen. Ich hatte mal einen im Darkroom oder im Sheol, da gibt es ja diese schwarze Version von denen. Und die hab ich mal richtig erschreckt. Die war dann halt an der Wand, ich bin gerade da reingekommen, also ich bin gerade in den Raum reingekommen, hab halt gedacht, ach, die Gegner, auf einmal reißt sich los und auf einmal wird schwarz. Ich dachte so, Moment mal, so schnell geht das normalerweise nicht. Aber warum kommen die eigentlich immer zu mir gesprungen, wenn die tot sind? Das geht doch nicht. Ich weiß nicht, wie so. So. Der kann nicht schießen. Hat er gerade einmal. Und hier, das ist jetzt der Maggie da? Ja. Nee, der Schuss kam jetzt zu mir und nicht von mir. Also einen Schuss macht er, also er kann nicht schießen, wenn du drin bist im Raum und du halt so einen Aufladen denkst, wieso habe ich keine Karte? Guck, der hat mich sogar getroffen. Das war einfach nur dumm von mir. Finster. Ja, so ist halt, wenn man seine Tastatur spielt, das geht nicht. Ja, ich hasse Controller. Ich konnte mit. Fuck this shit. Langsam könnte man wieder was Gutes droppen. Sind hier irgendwelche Steine? Ja, danke für die ganzen scheiß Herzen. Ich hab genug, ich brauch blaue. Ich weiß gar nicht, was denn der so cool ist. Die können auf dich zuchargen ziemlich schnell, das war's. Oh, danke. Du hast den Bombard. Hm. Oh nein, nicht schon wieder diese Pisser. Bei zwei. Wow. Hoffentlich spreche ich beide, weil wir haben beide nichts drin. Geil. So. Da träume ich nicht rein. Na stimmt, das ist ja noch das Herz. Lisp beschwört auch Gegner. Ja. Bossgegner. Lisp macht den Laserstrahl. Ich habe zwar angehalten, aber naja, deine Tastatur. Zieh das an. Soll ich? Drei Herzen schaffe ich sowieso nichts. Hm. iPad Cake. IP Cake. Hab ich gerade freigeschaltet. Nein, nicht Zombie. Na komm, charge nochmal. Ich mach so gar keinen Schaden. Minus 4. Das ist ja fast so wie Säumel. Ja, nur dass ich Schaden mache noch, aber. Ist hier irgendwo ein Stein mit einem Ex oder so? Mir doch egal. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Mikrofon benutzt. Ich habe das noch nie gemacht.
Ja, der wurde gesagt, ja, setz dich unter das Play. Und ich so, nein, das kann ich doch nicht. Der so, Pisser. Und ich so, ja, genau, als ob. Der hat doch an. Der hat an. Hast du es gesehen? Der hat an. Das wäre schlimmer als ein ganzes Stadion voller Homosexueller. Was? Kann ich damit mal aufhören? Ich hasse das. Es ist so dunkel. Mein Laser macht es trotzdem wieder. Tschüss. Du bist tot? Ja. Also das war jetzt nie so ein guter Run. Es war ganz okay, aber naja. Ich hätte mir ein bisschen mehr Damage erhofft, ein bisschen mehr Seelenherzen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.